I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 9. November 2021. Schönen guten Morgen. Wir starten mal mit einem Blick auf Basketball. Gestern Abend haben nämlich die Riesen Ludwigsburg ihre erste Niederlage einstecken müssen in der Champions League in Sassari. Damit jetzt 3 Siege, 1 Niederlage auf dem Konto der Ludwigsburger, aber sie liegen immer noch ganz gut im Rennen um den Gruppensieg. Gehen wir weiter zum Fußball. Gestern hätte eigentlich in der 3. Liga Würzburg gegen Braunschweig stattfinden sollen. Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Spiel wurde abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt. So, dann schauen wir mal auf den Fußball von heute Abend. Und da gibt's was Feines. Diese Woche sind ja Länderspiele noch angesagt. Ab Donnerstag Week of Football. Und bis dahin nutzt das die Women's Champions League und spielt ihren 3. Spieltag aus. Das ist ein cleveres Timing, den 4. waren sie gleich dann nächste Woche hinten dran, nach der Week of Football, bis dann die Ligaspiele wieder losgehen. Das heißt, sie haben also unsere Aufmerksamkeit heute Abend, denn es gibt kein Männerfußball und morgen auch nicht. Und damit ungeteiltes Interesse also dann für die Damen-Champions League. Wir gucken mal drauf, 3 deutsche Teams sind dabei, werden ja zum ersten Mal in Gruppen gespielt jetzt, die Partien in dieser Vorrunde. Und der Modus ist derselbe wie bei den Männern. Die ersten beiden kommen in die K.O.-Runde. Es gibt nur keine Europa League oder so, wo dann jemand absteigen kann oder so. Also wirklich ein ganz stures System. 16 Teams, 4 Vierergruppen, läuft. Die 3 Deutschen ganz okay gestartet. Wolfsburg mit 4 Punkten gestartet. Bayern München ebenfalls mit 4. Hoffenheim mit 3 Punkten aus 2 Spielen. Das heißt, die mischen alle noch mit im Kampf ums Weiterkommen und um die K.O.-Runde. Und jetzt müssen sie an diesem 3. Spieltag gegen namhafte Gegner ran. Alle Spiele gibt es live auf der Zone zu sehen, das kann ich schon mal vorne wegschicken und wir gucken mal drauf, wie der Spielplan aussieht. In der Gruppe A haben wir die Wolfsburgerinnen, die stehen mit 4 Punkten vorne vor Chelsea und Juventus Turin mit 3 Punkten in der Lauerstellung. Hinten Servette mit 0 Punkten abgeschlagen und Wolfsburg muss zu Juventus Turin. Heute Abend um 21 Uhr live auf der Zone Juventus Turin gegen VfL Wolfsburg. Klangvoll, wie ich finde. Parallel dazu um 21 Uhr gibt es aus der Gruppe B Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Die liegen beide in dieser Gruppe vorne. Die Gruppe ist ein bisschen old, da haben wir PSG und Real mit 6 Punkten vorne. Und Charkiw und Breda Bliksen mit jeweils 0 Punkten hinten. Die spielen auch heute gegeneinander, 18:45 auf der Zone. Und Servette gegen Chelsea, das gibt es aus der Wolfsburg-Gruppe auch 18:45 zu sehen. Morgen dann die anderen beiden. Soll ich das jetzt schon vorweg schicken ein bisschen? Ich sag schon mal. Morgen Abend dann um 18:45 die Hoffenheimer in Barcelona. Und Bayern München spielt um 21 Uhr bei Olympique Lyon. Das kommt morgen, aber jetzt gucken wir erstmal auf die heutigen Spiele. Ich erzähle dann morgen, wie es ausgegangen ist und mache dann nochmal ein bisschen Werbung für den Spieltag am morgigen Abend. Soweit zum Fußball, also Damen Champions League, schaut ruhig mal rein. Ist schon auch eine interessante Geschichte, wie ich finde. Und die Gegner sind ja tatsächlich schon sehr namhaft. Nicht namhaft sind bislang einige Teilnehmer, mega Überleitung, an den Next Generation Finals der ATP. Das ist ein Wettbewerb, der 2017 ins Leben gerufen wurde, wo man gesagt hat, passt auf, Freunde, die besten Nachwuchsspieler unter, ja, dürfen die sein, 21? Ja, die besten Nachwuchsspieler bis 21 Jahre führen wir in einem speziellen Ranking. Das ist die normale Weltrangliste, aber wir streichen alle durch, die über 21 sind. Und dann sind welche, die übrig bleiben und davon dann die Besten, die laden wir ein zu einer Art ATP Finals Junior. Die dürfen da antreten und ihren Nachwuchs-Champion bestimmen. Zum Beispiel letztes Jahr ist es ausgefallen, Covid-bedingt. Vorletztes Jahr hat ein gewisser Yannick Sinner dieses Turnier gewonnen. Davor zum Beispiel ein noch gewisserer Stefanos Tsitsipas. Also das sind schon ein paar Namen, die da rauskommen, wenn man drüber schaut, wer da so mitgemacht hat. 2017 bei der Erstaustragung zum Beispiel haben wir Rublev, Kachanov, Shapovalov und Medvedev, jetzt gerade hier gegen Djokovic unterlegen und Nummer 2 der Welt, die haben mitgemacht. Oder 2018 hatten wir Tsitsipas, Alex de Minaur ist dabei gewesen, Taylor Fritz, Francis Tiafoe, Hubert Hurkacz war am Start 2018. Oder jetzt bei der 19er Edition, die letzte, die ausgetragen wurde, hatten wir zum Beispiel dabei Hugo Humbert, Casper Ruud, der es jetzt zu den großen ATP Finals geschafft hat und. Ja, das ist also schon, das sind schon Spieler, von denen man dann in den Jahren davor eine Menge hört und die eine Menge dann reißen können, die aber jetzt vielleicht noch nicht den ganz großen Namen haben. Das macht es aber so interessant zu sehen, wer da jetzt gewinnt letzten Endes und wem dann eine große Zukunft vielleicht bevorsteht. Wie gesagt, bei Sinner hat es zuletzt ja auch ganz gut geklappt. Der ist ja jetzt schon nicht dabei, der wäre jetzt sogar, nee, er ist Ersatzspieler bei den ATP Finals auch, genau.
Ja, qualifiziert haben sich also 8 Leute. Man kennt den einen oder anderen schon. Also Carlos Alcaraz hat ja schon von sich reden gemacht in den letzten Monaten. Sebastian Korda hat man vielleicht schon mal gehört. Hugo Gaston jetzt gerade in Paris. Ein gutes Turnier gespielt. Und heute geht es dann los um 14 Uhr. Die spielen außerdem ein moderneres Tennissystem. Die spielen nämlich Best of 5 Sätze, aber jeden Satz nur bis 4. Und noch ein paar andere Modifikationen. Es gibt zum Beispiel bei 3-3 im Satz gibt es Tiebreak. Es gibt keine Netzaufschläge. Ich glaube, das ist auch eine ganz entscheidende Änderung. Ja, das Problem ist, man kann es nicht gucken, wenn man nicht Mitglied ist bei Tennis TV. Das ist der einzige, meines Wissens die einzige übertragene Station, also kein DAZN, kein Sky. Tennis TV, das kostet im Monat 15 €. Das ist happig. Da gibt es ja, glaube ich, keinen Probemonat oder sowas. Da kann man alle Spiele gucken, aber ich habe es nicht. Vielleicht habt ihr es, dann könnt ihr reinschauen. Aber ich glaube, dafür würde ich es mir auch nicht extra jetzt zulegen, um ehrlich zu sein, für diese 5, 6 Tage, wo das jetzt stattfindet. Und dann ist ja schon wieder vorbei. 5 Tage wird es nur gespielt. Bleibt einfach hier bei mir. Ich erzähle euch, was passiert ist. 14 Uhr geht es los mit der Nachmittagssession und mit den Partien von Brandon Nakashima aus den USA. Unbeschriebenes Blatt bisher. Gegen Juan Manuel Cerundolo aus Argentinien. Same here. Dann im Anschluss haben wir Carlos Alcaraz, von dem wir schon mal was gehört haben, gegen den Dänen Holger Rune. Vielleicht nächstes Jahr bei der ATP Finals dabei, mal gucken, aber jetzt noch nicht. Und dann am Abend um 19:30 haben wir Sebastian Corda gegen Hugo Gaston und danach gibt es Lorenzo Musetti aus Italien gegen den Argentinier Sebastian Baez. Das ist also das Programm heute bei den Next Generation Finals. Ich sage euch morgen, wie es ausgeht. Es sind 2 Vierergruppen, jeder gegen jeden dort. Und dann gibt es hinterher das Halbfinale und das Endspiel. Tennis TV, also ab 14 Uhr seid ihr dabei oder eben morgen hier bei mir für die kompletten Ergebnisse. Was soll ich sagen? Wir sind schon fast durch. Ich habe noch ein Volleyballspiel am Abend und zwar aus der Frauenbundesliga. Da gibt es auf Sport 1 die Begegnung zwischen Stuttgart und Wiesbaden. Wenn wir auf die Tabelle schauen, stellen wir fest, Stuttgart ist Tabellenführer und die Wiesbadener immerhin Fünfter von 12. Also das ist schon eine Art Spitzenspiel, würde ich sagen. Wer gerne Frauenvolleyball guckt und keine Lust hat auf Frauen Champions League, der kann heute Abend da reinschauen. Aber ansonsten der Tag durchaus frauenlastig. Es gibt auch noch das Tennisturnier der Frauen aus Linz. Das gibt es ab 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre, auf DAZN. Genau, allerdings ohne deutsche Beteiligung, im Einzel zumindest. Im Doppel haben wir noch Julia Lohhoff dabei, genau, die wird heute noch antreten. Das wird aber wahrscheinlich nicht zu sehen sein, weil die, glaube ich, das Einzelturnier zeigen. Das ist ein kleines Turnier, habe ich ja schon gesagt, da ist nicht viel los, denn die WTA Finals, die starten ja dann morgen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort morgen. Morgen schauen wir nämlich auf diese WTA Finals, die beginnen. Morgen schauen wir auch auf die Frauen Champions League aktuell und wir arbeiten uns langsam. Achso, NFL machen wir morgen auch noch, den Rückblick auf den letzten Spieltag. Ist jetzt Halbzeit, 9 Spieltage rum von 18, da gibt es mal einen Zwischenstand in der NFL. Und ja, dann arbeiten wir uns in die Week of Football rein. Ganz einfaches Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen heute, auch wenn es schön kurz war. Morgen, ich hoffe es noch nicht nur kurz, sondern auch weilig. Morgen bin ich wieder da an dieser Stelle. Wenn ihr Lust habt, freue ich mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Und ansonsten heute Abend viel Spaß bei Frauen Champions League oder Frauenvolleyball oder beim Tennis, wenn ihr Tennis TV gucken wollt. Oder macht einfach mal was ganz anderes. Geht mal ins Kino, lest mal was. Euer Sach, wie man hier sagt bei uns. Dankeschön und bis bald. Tschüss.